Rev Up Your Fruit Tree. Jetzt zeige ich euch mal wieder einen schönen Maulbeerfilm, weil ich den ja damals vor 4 oder 5 Jahren bei meiner Maulbeere schon mal gemacht habe und es hat einen riesen Erfolg. Ihr wart alle sehr begeistert und jetzt hat sie nicht bloß wie damals als halbjungfräuliches kleines Mädchen, es ist ein Weibchen diese Pflanze, 3 oder 4 oder 7 Früchte, sondern überall so ein paar Nuller hinten dran, also kiloweise. Ich glaube, ich hatte sogar einmal, da war sie noch nicht so groß wie heuer, um die 19 Kilo, ich glaube 18 Kilo irgendwas, also eine Menge jedenfalls. Jetzt habe ich sie allerdings heuer sehr klein geschnitten, weil sie sonst jedes Jahr ein paar Meter wächst und bin begeistert, wie sie jetzt heuer fruchtet. Schaut selber, lasst euch überraschen. Ich gehe jetzt mal in mein Maulbeerparadies und zeig's euch. Das ist wie ein riesen Einkaufsgeschäft für Maulbeeren. Oh yes, Mama Mia. Oh no. Alright. Läuft das hier in dem Maulbeerbaum. Ja, genau so ist es dann und irgendwas kitzelt mich hier. Schauen wir doch mal, was wir da haben. Das scheint mir die Winkelspinne zu sein. Ja, genau, das ist sie. Ein lieber Besuch von einem Winkelspinnenweibchen. Da meine Kleidung über Nacht draußen lag, hat sich die da wohl einnisten wollen. Wenn ihr diese süßen Spinnen hier irgendwo seht, bitte unbedingt nicht kaputt machen, sondern auf jeden Fall schonen, weil die fressen uns das ganze Ungeziefer und ansonsten wird die Menschheit schon gar nicht mehr leben, so viel Ungeziefer wäre auf dem Boden. Und überall, also bitte diese Spinnen unbedingt, alle Spinnen unbedingt leben lassen, die beißen nicht. Ihr seht ja, die sind richtig zahm. Ja, eine nette Freundin, das hier ist ein Weibchen. Und so kann man sie mal schnell, hat man mal schnell ein bisschen was zum Kuscheln. Auf der Hand gehabt habe ich von denen schon so viele und die werden dann irgendwann zahm, wenn sie keine Angst mehr haben, dass du sie zerquetscht. Und dann kann man sie auf ihrem pelzigen Bäuchelchen streicheln und dann krabbeln sie ganz gemütlich weiter. Ja, wie ihr nun sehen könnt, hier so der Blattaufbau der Maulbeere. So ein bisschen typisch feigenartig, man merkt die Verwandtschaft zur Feige. Dann hier so der typische Stamm der Maulbeere. Ich liebe das zu sehen, wenn das Fruchtgehölz immer stärker und größer wird. Das ist für mich schon einfach ein Sinn, einer von einigen oder vielen Sinnen. Des Lebens. Wie würdet ihr jetzt sagen? Sinnen? Keine Ahnung. Die meisten meiner super Fruchtpflanzen sind nicht so perfekte, robuste, pflegeleichte Massenträger wie der Maulbeerbaum. Ich habe ihn jetzt schon wirklich 6 Jahre, glaube ich, habe ich ihn. Also sie, eine Dame. Und grüß Gott, schöne Frau. Ihre Augen sind so blau. Ja, also ihre Früchte sind so blau. Ja, das stimmt wirklich. Ja, so kann man es sagen. Also sie spricht nicht gerne. Aber sie bringt viele Früchte und vor allen Dingen, was das Schöne ist, sie ist also wirklich pflegeleicht und braucht kaum irgendeinen Aufwand, im Gegensatz zu all meinen anderen Pflanzen. Wenn es euch ein bisschen kühl ist und ihr möchtet was Warmes zum Ozean haben, dann kriegt sie auch gleich mal mit der Seidenraupe Seide. Und dann kriegt sie gleich eine schöne Kleidung, beziehungsweise die Seidenraupe frisst euch zwar die Blätter weg, aber dafür habt ihr dann von den Ausscheidungsprodukten der Seidenraupe Seide. Auf jeden Fall
Hier seht ihr mal so diese schöne tellerfertige Maulbeere. So könnt ihr sie dann euch servieren oder euren Liebsten oder wie auch immer. Also die Maulbeere, wie ihr sehen könnt, hat sehr viel Ertrag. Kiloweise ist schon sehr gering gesagt. Und diese Art ist nicht kleinwüchsig, nein, die wird echt Meter hoch. Aber es rentiert sich, wenn man sie richtig im Griff hat. Man braucht kaum besondere Dünger, sie wächst und wächst. Da kannst du fast nichts falsch machen. Ja, also das ist eine tolle Pflanze. Sie kommt und sie wächst, sie macht so eine optimistische Stimmung im Garten. Aber irgendwann übertreibt sie es ein bisschen, sie wird sehr groß. Hier seht ihr jetzt mal meine Ausbeute eines schönen Tages. Das ist jetzt noch relativ wenig, aber das kommt dann alle zwei Tage zusammen. Zum Geschmack lässt sich nicht viel sagen. Maulbeere schmeckt nach Maulbeere, viele schmecken Feige raus. Ja, eigentlich bin ich nicht so der Feigenerfahrene, aber ich finde, Feige geht für mich ein bisschen in Richtung Dattel. Und die Maulbeere, finde ich, ist wesentlich saftiger. Ja, manche sagen, die ist auch saftig, die Feige. Weiß auch nicht, ich finde die Feige ein bisschen breiiger und die Maulbeere ist erheblich saftiger, würde ich persönlich jetzt sagen. Insbesondere versuche ich auch sehr viel zu experimentieren. Man kann da am besten eigentlich Marmeladen, also was heißt am besten, die schmeckt, die ist in jeder Form nutzbar. Also frisch vom Baum genießen ist für mich also der Hammer. Und Säfte machen. Man kann eigentlich alles, was einem so vorschwebt, mit der Frucht machen, in den Kuchen rein oder so. Eine Sache, die noch wichtig ist zur Maulbeere, ist unbedingt darauf achten, Zuchtmaulbeeren kaufen und keine Wildformen oder irgendeine Maulbeere. Es muss immer ein Name dabei stehen, was für eine Sorte das ist. Weil wenn ihr irgendeine kauft, dann macht ihr das, was ich einmal gemacht habe, weil ich noch ein paar weitere haben wollte und dann hat man eine Maulbeere, die wird dann nach 4 Jahren riesig. Und man sieht, dass die lauter kleine Bobball hat und keine gescheite Frucht dran wächst. Und dann nicht einmal der Vogel wird was finden zum Fressen, aber es ist eine Maulbeere. Da kannst du Seidenraupen züchten. Gut. Okay, Leute, das war's wieder zur Maulbeere. Und wie gesagt, lasst die Hausspinnen unbedingt leben und die ganzen Spinnen, weil die nicht tussimäßig, Spinne, sondern wirklich eine Spinne leben lassen, weil die Tiere sehr nützlich sind. Ne? Ja, Freunde, ihr könnt mich gerne abonnieren. Ihr könnt auch gerne eure Meinung zu der Pflanze sagen oder beziehungsweise eure Fragen stellen. Ich bin da jetzt mittlerweile recht erfahren. Bis zum nächsten Film mit der Indianerbanane. Okay, bis zum nächsten Mal. Gruß.